Eigentlich ist er ja formschön. Wenn man nicht genau weiß, was es ist, würde man sagen, es ist ein Kunstwerk. Also du bist mit dem Ding auf jeden Fall immer ein Eyecatcher. Ich zähle immer die Likes. Ich habe mir die Mühe gemacht und wollte euch einfach mal zeigen, wie so ein Auto aussieht, wenn es fährt. Und deswegen begrüßen wir jetzt den Josef, denn der Josef hat einen fahrenden Tatra 87 mitgebracht. So, meine lieben Freunde, ich darf euch kurz den Josef begrüßen. Er ist jetzt extra hergekommen, weil er uns auch mal sein Auto zeigen wollte. Was für ein Baujahr ist es, was für ein Modell, was weißt du und was kannst du uns dazu erzählen? Leider weiß man häufig ja nicht mehr so viel, weil es doch Historie hat, Geschichte hat. Das Fahrzeug ist offiziell, soweit ich weiß, in die Schweiz importiert worden. Mhm. Und hat eben auch, soweit wir wissen, nur in der Schweiz gelaufen. Aha. Als erstes fällt schon mal auf, dass das tatsächlich auch jünger ist. Das wird Baujahr 46 oder 47 sein. Okay. Hier gibt es ein ganz interessantes Detail. In der Frontscheibe kann man tatsächlich noch erkennen, ein kleiner Stempel steht da, 1,47. Mhm. Ja. Also wahrscheinlich Januar 47 genau. Sind zumindest die Scheiben hergestellt worden. Und was mir als erstes aufgefallen ist beim Reinfahren, dass der mittlere Scheinwerfer unterschiedlich ist. Genau. Dieser ist etwas größer, der ist etwas kleiner und diesen konnte man original sogar abblenden. Wir können ja mal offen machen, wenn das okay ja, ist. Ja, gerne. Dann vergleichen also, wir doch einfach mal. Na gut, so schick sieht er bei uns nicht drin aus. Ja, dafür ist das gerade nicht original. Genau, da ist ein Ölkühler extra nochmal dran. Der Ölkühler ist original, deswegen ja auch die Rippe. Ja. Aber meiner hat leider gerade vor 2 Wochen den Geist aufgegeben, deswegen ist ein provisorischer drin. Ja. Original sind übrigens 2 Reifen drin. Aha, okay. Auch angeblich, um noch ein bisschen Gewicht auf die Vorderachse zu bekommen. Auch wenn der Motor sehr leicht ist, der ist ja aus Elektron und das Getriebe auch, also Magnesium-Aluminium-Legierung, ist vorne natürlich weniger Gewicht als hinten. Wollen wir noch mal rumgehen und das vielleicht bei dir mal den Motorraum anschauen? Mhm, fangen wir damit an. So, und hier ist das natürlich spannend. Hier sieht man nämlich alles so, wie es funktionieren soll. Hier lässt sich die Zuluft einstellen im Winter und im Sommer, richtig? Das ist richtig, genau. Sommer- und Wintereinstellungen im Grunde genommen. Hier kann man eben einstellen, ob er mehr aus dem warmen Luftstrom die Luft ansaugt oder aus dem etwas kälteren. So kalt ist er auch nicht. Also zu seiner Zeit 75 PS waren richtig? Richtig, ne? Genau, 55 kW, knapp 3 Liter. Oben liegende Nockenwelle, genau. Das war auch noch nicht unbedingt so selbstverständlich. Und eigentlich ist er ja formschön, ne? Mit diesen beiden Ketten. Also das sieht wirklich. Besonderes. Also wenn man nicht genau weiß, was es ist, würde man sagen, es ist ein Kunstwerk. Gibt es typische Macken oder Schwachstellen, wo man sagt, das muss man beachten, das ist ein großes Problem? Gibt es da irgendwas? So lange fahre ich ihn auch noch nicht, zum Glück hatte ich noch keine Macke. Aber okay. Was man immer wieder hört, ist, dass was mal geändert wurde. Es gibt ja in Tschechien eine Firma Ecora, die sehr viel von diesen Fahrzeugen restauriert hat. Mhm. Und die ist dazu übergegangen und hat andere Nockenwellen eingebaut. Ja. Hier ist es so, bei mir ist es noch original, das Öl kommt hier herein. Und jede Nockenwelle wird einzeln mit so einem kleinen Sprüher mit Öl besprüht. Mhm. Und da gibt es wohl mal Probleme, dass da nicht genug Öl ankommt. Mhm. Okay. Die neuen Nockenwellen haben halt in der Nockenwelle einen Kanal und versorgen von innen den Nockenantrieb mit Öl. Okay. Was ich gesehen hatte, ich war nämlich neulich bei einem Herrn, der auch einige Tatras hat. Die ersten originalen Tatras in der Tschechoslowakei, da wurde das Nummernschild aufgemalt. Ich kenne das von einem 77er, aber vom 87er nicht. Hier gab es einen extra Nummernschildbereich, der sogar von hinten beleuchtet war, original. Ah, okay. Ja, ich habe es auf dem 77er gesehen, deswegen ganz spannend. Was auch spannend war, das haben wir drüben auch schon mal erklärt, hier gibt es ja quasi so eine Zwischenablage. Ne? Da konnte man ja immer noch einen Koffer oder sowas reinlegen. Genau, wir gucken einmal durch die Schlitze, dann durch dieses erste innere Fenster, dann kommt noch ein zweiteres inneres Fenster und dann das äußere Fenster noch dahinter und dazwischen ist ein Gepäckraum. Und hier hast du eine neuere Zündanlage eingebaut? Also der Verteiler scheint noch relativ original zu sein. Die Zündkerze ist jetzt neu und innen drin versteckt ist tatsächlich eine elektronische Zündung. Einfach damit man zuverlässiger damit fahren kann. Ja. Ich kenne das, das macht einen manchmal ganz schöne Kopfschmerzen. Ne? Ich habe es beim Tatraplan erlebt, ein Zylinder wurde nicht warm. Nach der elektronischen Zündung war das Problem gegessen. Und der war sein ganzes Leben lang in der Schweiz? Soweit ich weiß, in der Schweiz. Dann hat zwischendurch kurz ein Niederländer den gefahren.
Und da wir immer Kontakt hatten, hatte ich dann die Chance, den mal zu erwerben. Ist das so, dass man, kann man sagen, dass diese Tatra-Community, ich weiß jetzt nicht, ob auf alle Modelle übergreifend, schon sehr in sich gekehrt ist und man untereinander versucht, so die Autos hin und her zu schieben und gar nicht die Autos großartig auf dem Markt landen? Also bei diesem war es sicherlich so und da es immer wieder Treffen gibt, glaube ich schon, das so sagen zu können, aber das ändert, das wandelt sich ein wenig. Als ich angefangen bin damit vor 20 Jahren, kannte niemand Tatra. Mhm. Ja. Und die Autos waren dementsprechend alles, was westlich von Prag war, nichts wert oder wenig wert. Ja. Und das wandelt sich gerade und deswegen glaube ich schon, dass da auch von außen Geld reinkommt oder von außen Interesse reinkommt. Genau, deswegen mache ich auch dieses Video, weil ich nämlich innerlich so dieses Bedürfnis verspüre, für die jüngere Generation dieses Modell oder diese Marke auch näher zu bringen. Wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, ist die Geschichte ja super spannend. Viele denken ja irgendwie, Porsche hat den luftgekühlten Boxer erfunden oder das luftgekühlte Motortechnik. Der hat sich ja im Grunde genommen vieles hier abgeschaut. Das muss man alles ein bisschen relativiert sicherlich sehen. Aber da bin ich auch wieder nicht der, der alles weiß. Aber sicherlich ist es so, einen luftgekühlten Motor gab es bei Tatra schon im sogenannten T12, also ein Boxer. Das waren Zonne- und Zweizylinder. Und das war, glaube ich, 1911 um den Dreh. Und dann gab es den V570 in den 30er Jahren als Prototyp, genau. Wo man ja sagt, das ist quasi die Vorlage für den KDF gewesen. Das war zumindest ähnlich, genau. Von der Form her sehr ähnlich. Luftgekühlter Motor hinten. Und das kam ja alles später im KDF vor. Das ist alles sehr ähnlich. Genau. So, und sicherlich nochmal ein ganz interessanter Faktor, den man nicht auch beachten sollte, dass eben Porsche nicht alles das Rad neu erfunden hat. Das ist sicherlich so. Und das war sicherlich auch Zeitgeist. Es war gerade natürlich auch modern, einen Heckmotor zu bauen. Wenn da jemand Interesse hat, kann ja mal recherchieren. Ja, kriegt deswegen, da noch was raus. Also wenn ihr noch irgendwelche Infos habt, immer her damit unter die Kommentare, weil das ist, für mich ist das auch Neuland, aber ich finde das immer spannend und gerade Autos aus den Vorkriegszeiten, wo auch technologisch ganz neue Wege gegangen sind, haut alles rein, was ihr wisst. Das ist für uns auf jeden Fall super spannend und das hilft auch den nachkommenden Generationen, dass sie einfach mal wissen, was ist Tatra, wie lief das ab und wo kommt das her und was kann es machen. Weil es bei dir so schön aussieht, gucken wir uns mal dein Interieur an, weil das ist ja wunderschön. Ich komme mal von der anderen Seite rum. Das ist tatsächlich nicht original. Was tatsächlich noch original ist, ist das, was man hier drunter sieht. Ja. Also der Stoff ist noch von 1947 oder 46. Der Himmel ist nicht mehr original, der Teppich ist nicht original. Meine Frage, du hast jetzt hier eine Uhr drin auf der rechten Seite. Habe ich drüben eine KMH-Anzeige auf der Beifahrerseite? Das kann ich mir, wir können ja gleich mal schauen, aber das müssen kann ich schauen. Nicht vorstellen. Die Zahlen sind so abgeblichen, dass das leider nicht so gut zu erkennen ist. Wir haben eine Benzinanzeige, wir haben, was ist denn das hier in der Mitte? Das ist der Öldruckanzeiger, Öltemperatur. Hm, okay. Was hier sehr außergewöhnlich ist, das habe ich so noch nie bei einem anderen Tatra 87 gesehen. Ja. Normalerweise haben die, soweit ich weiß, einen Starterknopf. Da müssen wir da gleich mal schauen, das interessiert mich auch. Hier gibt es diesen Starterhebel, den gab es mal bei dem T97, das ist wiederum die abgespeckte Version des T87 mit Vierzylindermotor, der aber dann wirklich nur sehr kurz gebaut wurde, aufgrund der Kriegssache. Genau, und dann wurde es denen auch verboten, ne? Soweit ich weiß. Ja, da wird dann auch wieder gesagt, wurde verboten, damit es dem Käfer keine Konkurrenz macht. Aber das sind auch wieder so Sachen, es wurde einfach tatsächlich festgelegt, die Firma baut das. Aha. Ne? Und Tatra war für größere Motoren zuständig, größere Autos. Und da fiel der halt durchs Raster. Und das ist halt ungewöhnlich. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Mal schauen. Ich bin mal gespannt, was wir da gleich sehen. Ja, dann lass uns mal rübergehen. Wir schauen uns das mal an. Gucken wir mal. Ach ja, der Hebel ist ja sogar noch da. Das ist ja schon mal schön. Das ist auch der Ölkühler, der originale. Was haben wir denn da? Ach, das ist das Massekabel. Massekabel, ja. Genau, Batterien. Das war ja auch ungewöhnlich. Eine 12-Volt-Anlage, also zwei 6-Volt-Batterien, die dann geschaltet wurden. Das war für die Zentralschmierung Öl. Ja. Und das ist das der Bremsflüssigkeitsbehälter. Dann schauen wir noch mal weiter. Ah ja, das ist doch Tacho. Ich hoffe, du hast eine gute Tetanusimpfung. Ja, nur solange ich keine Wunde habe, kann ja nichts passieren. Nee, tatsächlich, er hat ja zwei Tachos eingebaut. Was das soll? Also rechts ist natürlich die Zeituhr normalerweise. Ja, aber die Frage ist, das wird der Starter sein, der bei mir eben fehlt. Aber hat jemand wirklich sich die Mühe gemacht, einen zweiten Tacho einzubauen? Ja, der ist bestimmt nicht angeschlossen, oder? Weiß ich nicht, habe ja auch noch nicht gestartet. Also gesehen habe ich sowas noch nicht. Weil die Frage ist, kein Amerikaner wird so verrückt gewesen sein, Teile für das Auto wird er drüben nicht bekommen haben. Das heißt, das muss ja schon aus Deutschland mit dem zweiten Tacho hier rübergegangen sein. Die Tatra-Jungs haben mir gesagt, im Grunde genommen war das ja eine Manufaktur und keine Serienproduktion, weil quasi
hintereinander laufende Tatras ja schon nicht mehr gleich aussahen. Ne? Die haben ja wirklich permanent immer Kleinigkeiten geändert. Also das weiß ich persönlich vom 87er nicht so. Das kenne ich eher wieder aus der späteren Zeit, aus der kommunistischen Zeit, wo es dann noch... Gerade beim 603er, ne? Genau. Mhm. Kann man denn noch erkennen, was da drauf steht? Auf dem, ich gehe jetzt noch mal einmal rum. Das sieht ja tatsächlich aus wie ein Tatra-Zeichen, ne? Das ist ja interessant. Das wird ein originaler Tacho sein. Die Frage ist, warum? Ringhofer Tatra. Sehr interessant. Nee, kann ich nicht so sagen. Da werde ich mich auch noch mal umhören. Sitzbezüge, würdest du sagen, das sind auch noch die ersten? Ja, ne? Die da drunter sind? Genau. Also das passt ja, wenn man jetzt mal meinen Stoff anschaut. Mhm. Sieht das ja ähnlich aus, ne? Dann muss ich mich ja wundern, dass er das so gut überstanden hat bei mir. Ich glaube ehrlich gesagt immer noch, dass hier irgendwo ein Tier tot liegt, weil das Ding innen drin so stinkt. Dann gucken wir hinten noch mal. Gerne. Wahrscheinlich. Schau dir das mal an. So, wir haben hier keinen Halter, wo man das sozusagen einklemmen kann. Ne? Normalerweise wäre ja auf der Höhe hier so eine Halterung, ne? Es hält ja jemand. Ja, genau. Und das ist für mich auch sehr interessant. Das ist tatsächlich wieder verschraubt, genauso wie bei mir auch. Das hatte ich auch noch nie gesehen. Okay. Dass da keine Steckverbindungen sind, sondern kleine Schrauben. Könnte es der Originale sein? Dann ist es bei mir auch original, aber wissen tue ich es nicht. Ja, sonst noch irgendwas Besonderes? Das ist wohl mal nachträglich reingekommen. Das sieht wieder sehr original aus, die Lichtmaschine. Der Keilriemen ist auch noch original. Tatsächlich. Ja, der braucht bald einen Service. Ja, aber das ist ja alles original. Wenn du dir die Karosserie anschaust, und ich weiß halt auch von anderen Tatra-Leuten, Tatras sehen so in der Regel, wenn sie irgendwo gefunden werden, nicht aus. Gerade was die Unterboden betrifft, was die Karosserie betrifft. Mir geht das Herz auf, ne? Ja, das ist schon selten. Daran erkennt man auch ein frühes Modell, der hat noch einen Winker, ne? Das hatte der auch, das ist irgendwann mal umgebaut worden in der Schweiz. Vielleicht noch ganz interessant, in der Schweiz durfte man tatsächlich auch nicht mit der dritten Lampe fahren. Das wurde mal zugeschweißt. Und davon habe ich auch schon gehört, ne? Dass das nicht erlaubt war, genau. Ich bin ja jetzt auch ganz anders hierher gefahren, weil auf deutschen Straßen darf man das nämlich auch nicht. Nein? Nein. Also laut meinem örtlichen TÜV zumindest nicht. Was für ein Quatsch, oder? Also wenn man sich überlegt, das ist ja ein historisches Fahrzeug. Es gibt auch Regionen, wo das dann wohl nicht das Problem ist. Ja. Also ein TÜV sieht das dann regional unterschiedlich. Mhm. Es gibt irgendwie eine Bestimmung für Zusatzscheinwerfer und das ist ein Zusatzscheinwerfer. Zusatzscheinwerfer müssen symmetrisch der Mittelachse angeordnet werden. Ich dachte noch symmetrischer geht es nicht als an der Mitte. Aber naja, man musste es abdecken. Aber die Schweiz war da noch strenger, das war tatsächlich mal raus. Wir haben auf jeden Fall erstmal sehr viel gesehen. Ich kann euch sagen, es wird auch gar nicht so vorkommen, dass man zwei Tatras an einem Fleck sieht, wenn man nicht auf dem Treffen ist. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug gequatscht. Wir sollten uns auf eine Proberunde machen und zeigen euch mal, wie sich so ein Ding fährt. So, wir sind im Auto unterwegs und ich kann euch sagen, es fährt sich jetzt nicht schlechter als ein Auto aus den 50ern oder 60ern. Es riecht sehr ölig, aber das gehört auch zum alten Auto dazu. Die Sitze sind auch sehr gemütlich. Ansonsten, die Uhr funktioniert. Ja, die Uhr funktioniert. Nee, die habe ich ehrlich gesagt gerade nur richtig gestellt. Ach, tatsächlich? Nein, die funktioniert nicht. Die ist total schwer rauszubekommen. Ja. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Jeder guckt, ne? Also du bist mit dem Ding auf jeden Fall immer ein Eyecatcher. Jeder guckt und ich zähle immer die Likes bei jeder Fahrt. Meistens kriegt man 3 oder 4. Aber das sind die Real-Life-Likes, die sind mehr wert als die im Internet. Okay. Aber apropos Likes, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, teilt es, wir würden uns echt freuen, weil das Video war wirklich viel Arbeit und auch viel Aufwand, um alle Personen und das Ganze so zusammenzubekommen. Das war gar nicht so selbstverständlich. Aber ich dachte, ich muss euch einfach mal ein fahrendes Exemplar präsentieren. Und das kommt nicht alle Tage vor, dass man in so einem 87er unterwegs ist. Aber so sehr laut finde ich das jetzt noch nicht. Wir sind ja auch noch bei 50. Ja, ja, okay. Warten wir nachher mal ab. Okay. Ein kleines Handschuhfach minimal gibt es auch noch. Ja, aber das ist auch nicht mehr viel. Und hier sind die Sicherungen hinter. Ah, okay. Aber trotzdem sehr symmetrisch gehalten, ne, wenn man sich das anschaut. Ja. Mhm. Da waren sie sehr konsequent. Und was hast du jetzt an dem Auto gemacht, seitdem du es jetzt hast? Tatsächlich den Motor. Ich habe ihn, als ich gekauft habe, wusste ich, dass der Motor zumindest eine neue Dichtung zum Getriebe brauchte. Mhm. Da Öl vom Motor zum Getriebe lief, dann kann man sich vorstellen, die Kupplung funktioniert nicht richtig. Ja. Und wenn man da dran ist, dann kann man auch die anderen Sachen in Angriff nehmen. Hm?
Und was ich jetzt neulich noch gemacht hatte, waren neue Antriebswellen. Da hatte ich zum Glück, was heißt neu, da hatte ich noch welche gefunden in Tschechien. Mhm. Aber auch dafür musste das Getriebe und der Motor noch einmal wieder raus. Boah. So. Wie lange dauert sowas hier bei so einem Tatra? Also den Motor, den habe ich, das ist jetzt nicht das erste Mal, den habe ich innerhalb von 2-3 Stunden raus, mhm, weil ich ihn nach hinten so rausziehen kann. Ah, okay. Beim Getriebe habe ich mir dann Hilfe gesucht, das traue ich mir selber dann nicht mehr zu. Okay. Ja. Auch sehr spannend, zu der Zeit gab es ja noch keine gebogenen Frontscheiben oder generell Scheiben. Da hat sich Tatra damit beholfen, dass sie da einfach nochmal eine kleine Knickscheibe sozusagen eingebaut hat. Genau, um diesen Stromliniencharakter noch, mhm, ein bisschen zu verfeinern. Das ist aber ein Teil der Karosse, ne? Die Streber hier. Das ist eine gute Frage. Doch, von außen sieht es zumindest so aus, aber da ich es nicht auseinandergebaut, mhm, habe. Noch ganz interessant ist, die Dichtungen sind tatsächlich auch noch original, gehe ich von außen. Ja, das sehen Sie zumindest auch, ja, weil die Scheiben ja auch noch original sind. Ja. Gehen wir da einfach. Ja, macht auf. Sinn, ne? Klar. Bremerhaven ist vielleicht doch nicht so gut, oder? Ach so. Ja. Oh, ich fahre mal rechts. Fahr mal oder rechts. Kennst du dich hier aus? Nee, ich bin auch neu. Aber der Schalter für den links ist ja klasse. Ja, aber das ist, glaube ich, in der Zeit öfter so gewesen. Ja? Und das hier bedeutet? Dass er gerade nicht lädt. Also das ist die Lichtmaschine. Ah, okay. So, jetzt lädt er. Und die grüne Lampe, das ist anders als heutzutage, die leuchtet, wenn er Öldruck hat. Ah, okay. Das ist der Öldruck. Ja, ja. Mhm. Würdest du dir damit auch eine längere Strecke zumuten? Also auch länger als 100 Kilometer? Also das längste waren jetzt mal zum Tatra-Treffen in die Niederlande. Ich meine, das waren so 210 Kilometer oder so eine Strecke. Und das geht? Das tut ja. Also schön ist was anderes. Und es gibt so schöne neue Autos, die noch billiger sind und trotzdem komfortabler. Man ist ja verrückt. Das ist ja nun mal. Ja, das ist Liebhaberei, ne? Genau. Aber nein, das geht. Ich mache mir da eher Sorgen, nicht um mich, sondern eher Sorgen, was ist, wenn jetzt, keine Ahnung, der Öldruck nicht mehr da, mhm, ist oder den Blinker zurückstecken. Nee. Öldruck nicht mehr da ist oder, keine Ahnung, die Benzinleitung platzt oder. Das sind dann eher so Gedanken, ja, ja, macht man es oder macht man es nicht. Aber es hat einen total eigenen Charakter, ne? Also ich meine, es ist halt auch wenig vergleichbar mit irgendwas anderem, dieses, ja, Tatra-Modell. Also man kann ja nicht sagen, der ist jetzt wie ein Mercedes oder wie ein Packard und? Oder so. Da gibt es halt nichts Vergleichbares. Das Einzige, was designtechnisch sehr ähnlich aussieht, ist der Chrysler Airflow. Der kommt auch aus den 30ern? Der kommt aus den 40ern, glaube ich. Und der hat auch diese stromlinienförmige Art. Das hatte Jay Leno auch, glaube ich, mal erwähnt gehabt in seinem Video, dass es sehr spannend ist. Zu der Zeit gab es ja noch keinen großen Austausch an Informationen, mhm, aber trotzdem sehen diese Designs, genau, sehr ähnlich aus. Ja. Zur gleichen Zeit auch die gleichen Ideen gekommen. Ja, absolut. Ne? Das war ein Video von dem Tatra 87. Ich hoffe, ihr habt mal so eine Idee bekommen, wie sich so ein Auto fährt, wie die Geräuschkulisse ist. Und ich muss echt sagen, für die Jahre ist das wirklich ein sehr schönes Fahrgefühl. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ansonsten vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Hat Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Abo da, gebt uns einen Daumen und schmeißt uns zu mit Kommentaren. Ich freue mich drauf. Ansonsten bis zum nächsten Mal und bis dann. Direkt wieder nach Berlin? Ja, ja, jetzt direkt wieder nach Hause, klar. Bevor es zurück nach Berlin geht, gibt es jetzt hier die Auflösung, was hat es mit dem Tacho auf der rechten Seite auf sich. Dafür müssen wir in die Geschichte zurückgehen, ins Jahre 1939. Bis dato ist man in der Tschechoslowakei auf der linken Seite mit dem Auto gefahren und hatte das Lenkrad rechts, so wie wir es aus England beispielsweise kennen. Jetzt sind die Nazis im Mai 1939 einmarschiert und haben abrupt dafür gesorgt, dass auf der rechten Seite gefahren wurde. Jetzt kommt der spannende Teil zum Auto. Dieses Auto ist nämlich 1938 gebaut worden. Das heißt, es ist eines der ersten 200 Tatra 87, die jemals gebaut worden sind. Und dazu muss man wissen, dass 36, 37 wurden nur 2 Stück und 4 Stück gebaut, also eine ganz, ganz geringe Zahl. Und erst 38 hat man die Produktion nach oben geschnellt. Das zeigt nochmal deutlich, wie selten dieses Auto im Endeffekt ist und wie besonders dieses Auto ist. So, man hat natürlich dieses Auto konzipiert gehabt mit der Lenksäule auf der rechten Seite. Und das hat man dann natürlich umstellen müssen, weil dann die Regeln sich geändert haben.
Warum das Auto 38 gebaut worden ist, aber erst 41 ausgeliefert wurde, das wissen wir nicht. Das würde uns auch noch interessieren. Vielleicht habt ihr eine Idee, das würde uns natürlich auch gefallen. Aber das war die Auflösung auf die große Frage, die wir im letzten Video gestellt haben. Und weil das ja jetzt geklärt wurde, gibt es hier noch eine Frage von mir an euch. Welches ist das letzte europäische Land, was den Verkehr umgestellt hat, von links auf rechts? Ich bin auf eure Antworten gespannt. Bis zum nächsten Mal.